Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Trams Sim. Heute werden wir uns die zwei DLCs anschauen, die vor einem Monat erschienen sind. Und zwar ist das Typ Ulf und der Betriebsbahnhof Favoriten. Den werden wir uns aber erst in der nächsten Folge anschauen. Heute sind wir mal mit dem ersten Typen vom Ulf unterwegs, dem Typ A. Das ist der kürzere. Und zwar auf der neuen Linie, die für alle Trams im Spieler kostenlos ins Spiel gekommen ist. Und zwar die Linie U2Z als Schienenersatzverkehr für die Baustelle der U2 für die U5. Und ja, die werden wir heute mal uns anschauen und fahren von Schottenring nach Oberkarlsplatz und spulen jetzt mal ein bisschen vor, weil so lange habe ich nicht Zeit. So, dann können wir jetzt losfahren. Fahrgastlicht machen wir noch an. Und dann fahren wir. Wir werden uns den dann gleich nochmal in der Station ein bisschen anschauen. Ja. Ah, Scheinwerfer fehlt noch. Fällt mir gerade an. Schottenring. Umsteigen zu U2. U4. 31. 3A. Na gut, da können wir fahren. Das sieht man da nicht so gut. Uiuiui, da wollen aber jetzt viele mitfahren. Das wird ein Gedrängel. Kommen Sie ran, kommen Sie rein. Okay. Denke ich mir noch, da wollen doch noch mehr mitfahren. Aber lass mich noch ein. Oh. Der hätte seine eigenen Fahnen mitgenommen. Wahnsinn. Dann kann er jetzt weiterfahren. Und, es ist grundsätzlich jetzt kein neuer Streckenteil. Es ist einfach nur, dass du eine kürzere Strecke hast und du fährst sozusagen um den Ring. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass wir 1,5 Minuten verspätet sind. Aber das macht nichts. Da kommt noch. Ist das unser Kollege? U2Z, ja. Ah, können wir fahren. Let's go. Ich fahre mittlerweile mehr Straßenbahn wieder. Und jetzt habe ich das so richtig mitbekommen. Die fahren immer über diese Weichen ganz langsam, damit das nicht so stark rüttelt. Deshalb werde ich das heute auch probieren, um das so realitätsnah wie möglich zu halten. Oh. Gib mir mal ein bisschen Gummi. Direkt mal eine Minute wieder zu früh. Müssen wir. Ah. Ah. Dann geht's zur Station Börse. Ja, morgen. Ich probiere langsam drüber zu fahren. Fahr mal voll. Wir haben einen guten Abstand zur Einserlinie. Ja, durch das Typ Ulf DLC hat man auch noch eine KI-Straßenbahnlinie, und zwar die Linie 62. Die sieht man aber meistens nur, wenn man mit der Linie 1 fährt, weil die ein sehr hohen, so ein sehr hohes Intervall hat.
da ist der Haltepunkt. Morgen. Das war auch schlecht, aber egal, steckt's. Aussteigt's an. Wer steigt beim Karlsplatz an, wenn sie dann eine Station später wieder aussteigen müssen? Also nicht müssen, aber... Ja. So, weißt du, was ich jetzt mache? Also ich darf noch nicht fahren, ich muss ja rechts abbiegen jetzt. Dann haben wir schon Büsendorfer Straße. Ist schon markiert, wir können los. Noch nicht, ist eigentlich so ein Orange wie bei einer normalen Ampel, aber jetzt. Mann! Aber pünktlich. Aber jetzt komm. Ich will jetzt nicht wieder stoppen. Kurz sehen, wenn man auf 7 hat. Jetzt fahren wir da einmal links. Ist nicht schwer. Könnte auch 30 km/h oder so. Ist nicht so. Egal, wir spielen schon wieder gegen Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Oh. Schau, da kommt. Endstation erreicht. Warte, aufmachen. Jetzt schauen wir uns noch den Wolf Typ A an. Beim Betriebsbahnhof werden wir dann mit Typ B unterwegs sein. Das ist der längere. Oh. Ja, das ist eigentlich bei jedem Wolf Typ gleich. Da, Fenstertür. Dann haben wir hier. Ja, also eigentlich sind die immer gleich. Hier ist ein Sitz, dann geht es da nach hin und hier ist dann noch ein Sitz. Hier ist halt einmal ein Fahrkartenautomat. Also eigentlich ist er immer ziemlich gleich aufgebaut. Merkt man da, immer ist alles gleich. Und das Gelenk besteht aus, ist da ein bisschen komisch. Also für mich komisch. Ja, und das jetzt auch neu ist zum Rangieren, kann man hier jetzt wenden, aber das will ich jetzt nicht. Ja, sonst. Ja, ist ein kostenpflichtiges DLC. Bitte, habe ich ihn gleich geöffnet. Ein netter Fahrer. Ja, wichtig, wenn ich sonst. Ja, Rampe gibt es irgendwie nicht, weil ich habe da schon mal gedrückt, aber irgendwie aber geht dann gar nichts mehr. Ja. Das ist da. Typ A mit dem Ulf, die neue U2Z-Linie. Ja, wenn ihr die Rückfahrt nochmal sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Abonniert auch kostenlos diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Tramzim-Video. Bis dahin. Tschüss.